Was ist los, Schatz? Jetzt noch schnell im Aldi einkaufen. Salat, einfach hier ein paar Tomate Viertel. Einen wunderschönen guten Morgen am Tag 28 unserer New Year's Blank Page Challenge und somit ist heute der letzte Tag angebrochen. Meine Ergebnisse habt ihr ja schon bekommen. Ich war ja 4 Tage früher fertig, wobei, wie gesagt, wir machen sowieso länger weiter, wie die Challenge dauert. Aber das heißt, heute bekommt ihr den letzten Daily Vlog. Und ja, wir haben uns Gedanken gemacht, ich glaube, Doma hat es gestern ja schon gesagt in dem Vlog, also es wird zweimal die Woche auf jeden Fall ein YouTube-Video geben. Einmal einen Weekly-Vlog und einmal nochmal ein Sonderthema oder ein Sondervlog einfach. Das kann mit dem Thema Reisen zu tun haben, mit Harrison, vielleicht auch mal ein Mukbang, also alle möglichen Themen. Und natürlich wird es weiterhin Podcasts geben, die natürlich auch bei YouTube hochgeladen werden. Da ist auch geplant zweimal die Woche. Und bleibt dran, weil es bleibt spannend, es sind noch weitere Projekte geplant. Ja, gestern, der Tag war schnell vorbei. Ich muss sagen, es war ein gigantisches Online-Seminar, was wir hatten. Also ich saß, also es ging 4 Stunden. Und jeder, der schon mal an einem Online-Training teilgenommen hat oder Online-Videos oder Trainings oder sonst was schaut, was, glaube ich, jeder sein müsste heutzutage, weiß, wie anstrengend es sein kann, am Rechner zu sitzen die ganze Zeit und zu folgen. Also es ist gefühlt anstrengender, wie wenn man offline eine Schulung hat. Aber ich muss sagen, ich war 4 Stunden wirklich konzentriert dabei. Ich habe super viel mitgeschrieben. Es waren grandiose Sprecher. Es waren wirklich die Nummer 1 umsatzstärksten Vertriebspartner unserer Company weltweit, also aus Indien, aus Marokko, aus Ungarn, aus Rumänien, also wirklich Wahnsinn und ja, einfach von denen mal zu hören, wie die gestartet sind und deren Top-Tipps, also es war echt super, super spannend. Ja, und danach sind wir dann auch zu meinem Opa nochmal gegangen und, danach war erstmal meine Mutter da ganz kurz und hat den Harrison natürlich besucht und dann sind wir kurz zu meinem Opa und dann war der Tag auch schon wieder vorbei. Und heute Morgen um 9.30 Uhr habe ich schon den ersten Termin und dann geht's an den Rechner hoch zum Lernen und zum Arbeiten. Um 18 Uhr wiederum haben wir dann mit unserer Upline einen Call heute, dann geht's von da aus direkt um 20 Uhr in die Geschäftspräsentation und von da aus direkt um 20.30 Uhr in unser Team-Meeting. Also es ist wirklich ein vollgepackter Tag und ja, heute Mittag kocht der Doma auf jeden Fall, weil, wie gesagt, ich heute Morgen einen Termin habe. In dem Termin geht es im Prinzip darum, also ich weiß gar nicht, wie diese Stelle heißt, wo ich da bin, ich weiß nur, wo es ist. Im Prinzip geht es darum, dass diese Dame mich darüber aufklärt, welches Pflegegeld man für meinen Opa wie beantragen kann. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, kenne mich da null aus, wir kennen uns komplett null aus, weil meine Oma hat das wirklich komplett alles gemacht. Also wir haben erst, wo das mit meiner Oma letztes Jahr passiert ist, für meinen Opa generell Pflegestufe beantragt. Im Nachhinein bereue ich es total, dass wir da nicht früher drauf gekommen sind, weil es hätte ihm natürlich schon Jahre im Voraus zugestanden. Als ich die Liste aufschreiben musste, was er eigentlich alles hat, habe ich gedacht, es hört nie auf. Es waren über 20 Punkte von der Bandscheibe angefangen. Da hat er immer körperlich gearbeitet, über Tinnitus und. Und ja, also auf jeden Fall ist das jetzt so eine Stelle, die uns berät, welches Geld ihm quasi zusteht, beziehungsweise welches Geld man wie, wo, was beantragen kann, aber auch, wo man generell für Senioren Unterstützung bekommt. Also sprich, so ein Seniorennachmittage und was es so generell alles gibt. Das werde ich jetzt auf jeden Fall heute Morgen machen. Und ja, dann würde ich sagen, lassen wir den letzten Tag unserer Challenge laufen und ja, bis später mal. Morning Walkies mit Harrison. Wie ihr seht, ist ziemlich kalt, ein ziemlicher Frost, aber dem kleinen Mann gefällt das wie immer. So, meine lieben Liebenden, Jenny ist unterwegs auf einen Termin, hat mich damit beauftragt, legt mir das Glück in die Hände zu kochen. Ich koche heute ein Rezept von Kikis Kitchen, von der Kiki. Obwohl ich vielmehr denke, das ist ein Allerweltsrezept. Hier geht es um Nudeln. Ganz klar, was kann man? Nudeln kochen. Ein bisschen Schafskäse, dies, das. Ich nehme euch da aber mit. Vorher aber das leidige Thema, die Spülmaschine noch ausräumen. Harrison vermisst die Mama. Der hockt die ganze Zeit hier vorne im Flur. Und ja, let's go. Das ist mega easy. Da wir heute 3 Personen sind, nehme ich 3 Schafskäse. Light-Version. Also ich finde, beim Salakis merkt man es halt eben kaum, dass der light ist. Ne?
ein paar Tomaten, Olivenöl, Salz, Pfeffer und natürlich der liebe Knoblauch, der darf nicht fehlen. Dann nehme ich mal 3 Zehen, mache ich hier klein und dann nehme ich euch jetzt alle mal mit. Hat einen Fokus. Olivenöl, das haben wir aus Kroatien mitgebracht. Ein bisschen den Boden einpinseln, so viel braucht man da eigentlich gar nicht. Legt dann auch zunächst ein Schafskäse mal rein, Zack, Nummer uno. Dann glaube ich, mache ich zuerst mal alles so auf. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, den hier. Das ist der aus dem Aldi, glaube ich. Weiß nicht, ob es auch dann von derselben Firma ist. Man weiß ja immer so diese No-Name-Geschichten. Ne? Dabei ist es ja immer dieselbe Firma, die das produziert, herstellt und auch vertreibt. Bloß eine andere Verpackung. Nehmen wir das hier noch dazu. Gewürze nehmen wir nicht nur Salz und Pfeffer, wie ich sagte, sondern auch noch ein paar italienische Kräuter, wenn man so sagen kann. Vielleicht auch italienische Kräutermischung, das ist einem selbst überlassen. Auf jeden Fall kommt Basilikum mit rein, Majoran, Thymian und Co. Aber jetzt mache ich hier erstmal ein paar Tomaten ab. Das ist auch alles nach Gusto. Willst du mehr, nimmst du ein paar mehr. Ach, zack, zack, zack. So weich sind die mittlerweile schon. Komm ab, die schwenken wir jetzt nochmal im Wasser. Wo ist das Osmosewasser? Reicht das hier jetzt in das Nudelwasser ein? Aus der Anlage. Also das heiße Wasser. Die schneiden wir einfach in Hälften. Easy peasy, lemon squeezy. Zeig, ganz so freshness-mäßig. Zeig. Das verteilen wir jetzt hier so ein bisschen auf den Schafskäse drauf. Es gibt ja alles Flüssigkeit daneben. So ein bisschen zack, 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 zack. So kann es aussehen. Da, dann nochmal sehr individuell. So, dann nehmen wir mal hier so ein bisschen Garlic. Die ist ein bisschen kleiner. Den hier noch, zack. Oh, what's this? Jenny hat ein Paket bekommen. Warum sagst du nein? Für mich war es nicht. Einfach hier, zack, zack, bisschen Pole. Normalerweise sollte man den auch nochmal längs raus aufschneiden und quasi das hier in der Mitte auslösen, weil das bitter ist. Oh, okay, Zeit für Sachen. Genau, Tomatensalat muss auch noch gemacht werden. Ich mag ja dieses Wort Muss. Mit Muss kriegst ich nämlich. Where is it? Immer noch Hunger. Gut gegessen, Freund, der Kleine. Aber, wie es bei Hunden oft so der Fall ist, ein nimmer satt. Komm, geh ab. So, in der Hineide. Zack, zack, zack. Sieht gut aus. Das Gefühl, man könnte noch mehr Knobi machen. Noch mehr Knobi drüber machen. So, zeigt ein bisschen hier über den Schafskäse. Ganz klar. Überall der Flavor drauf. Zack, zack, zack. Geht schön ins Öl. Könnte auch noch Knoblauchöl benutzen. Falls man ein eigenes angesetzt hat. Würde es sogar echt lohnen. Für Leute, die viel Knoblauch verarbeiten. So Knoblauch herzustellen. Da auch nicht viel. Da die Leute irgendwie 2, 3 Knoblauch, also komplette Knollen, dann klein gehäckselt mit Rapsöl, Sonnenblumenöl, glaube ich, war die Kombi. Und vor lauter Schwätze. Genau, vor lauter Schwätze. Kannst du es einfach vermixen zusammen. Und dann hast du immer ein feines Ölchen zur Hand, wo ein paar Spritzer lang Knoblauch. Hier vom Salz brauchst du nicht so viel. Der Schafskäse ist ja auch ein bisschen salzig. Zack. So, dann haben wir hier der Thymian. Oh, der riecht so gerne. Den Ofen habe ich auch schon vorgeheizt. Das Ganze kommt in den Ofen. Majoran, der ist leer. Oregano. Ist der jetzt auch leer? Nein. Wo ist Basilikum? Wo ist Basilikum, Kollege? Hier ist der Basilikum. Das muss von allem so ein bisschen viel sein oder ein bisschen mehr sein, weil später, wenn das hier dann durchgebacken ist und zerteilt werden kann, kommen die Nudeln dazu. Deswegen ein bisschen mehr würzen. Ja? Soll das darstellen. Super. So, und das Ganze kommt jetzt circa also 15 Minuten braucht es bei 180 Grad. Ah, machen wir noch einen Schuss Olio drüber. So, für den Tomatensalat einfach hier ein paar Tomaten Viertel. Also ich zerbreche den Schafskäse ganz gerne. Weil ich kenne das so aus Kroatien. Das sind die Penne, die ich mit rein mache, ne, für die Nudeln, Penne, Teigwaren aus meinem Bio, hart weiße Vollkorngrieß. Ja. Ja. Was hast du jetzt alles dran gemacht? Pfeffer, Salz, Basilik, Orek, Öl, Skoda Kroatica, Olivenöl, Balsamico und italienisch. So. Die Nudeln sind gut, die lernen wir jetzt ab. So sieht jetzt das hier aus. Ne? Dann machen wir das ganz einfach. Nur den Nudeln dazu.
Dann haben wir hier einmal den Tomatensalat und hier Kikis Nudeln. Gude! Was ist los, Schatz? Was ist los? Springst du wieder auf der Couch herum? So, Kinas, worky worky. Ich nehme euch kurz ein bisschen mit hier am PC, am Schnitt. Ich will Kroatien endlich fertig machen. Vor allem, es ist ja nur das erste Kroatien-Video. Wir waren ja im Juni, im September unten. Das ist noch der Juni-Vlog. Der September noch gar nicht gemacht, noch gar nicht angeguckt. Dann haben wir noch Prag und Wien offen. Was haben wir noch offen? Hasloch. Osijek, genau, das ist ja der im September. Nee, Osijek war im Oktober. Osijek, stimmt, dann sind es noch zweimal Kroatien, ne? Also, nehmt euch kein Beispiel. Nicht aufschieben, vorschieben, wie auch immer. Vorschieben. Ja, jetzt direkt rein und ab dafür. Alles weg so, und heute mit 63 fühle ich mich bunt. So, hier hat jetzt ein Meeting das andere gejagt. Wir gehen jetzt auch in den Feierabend. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt hier filme, davon da drüben noch gefilmt werde. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute war wieder weniger Content. Aber das ist halt so, wir hatten Sonntag gestern ja viel zu tun mit dem Seminar. Heute hatten wir seit wann hocken wir hier? Seit um 18 Uhr? Ja. Nur immer in Webinaren, Seminaren. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet auch morgen gerne wieder ein. Morgen habe ich Wiegetag und Vermessungstag. Abschluss vom 15 noch. Genau, liken, kommentieren, abonnieren, die Glocke aktivieren, teilt das Ganze, bleibt mir gesund, bleibt stabil. Bis morgen! Bis morgen! Bis morgen! Thank you.